Dann mache ich die Anmod, ne? Oh, Ja. Wetter ist schlecht Ja, geworden. bei mir raucht gerade. Aber richtig Overcast. Ja. Gut, dann los geht's. Mahlzeit und damit herzlich willkommen zu einer kleinen OMSI 2 Test Arena und ich weiß nicht, wie der Julian das nennt. Keine Ahnung, wie ich es nenne. Habe ich mir noch nicht überlegt. Gut. Ja, wir testen heute den Facelift Citaro LE, an dem ich schon ein bisschen was geändert habe. Ich habe das Kennzeichen wieder eintippbar gemacht. Aber Also zumindest vorne, wenn die Polizei ja. uns kontrolliert, dann werden wir aus dem Verkehr gezogen, weil Heck. Ja, genau, weil Heck ist leider kein. Also es ist schon da. Pass mal auf, ich zeige euch mal, wo es ist. Ah, ob ich es treffe. Da ist es. Ja, James. Da sieht man das S und das Ja, U ich so meine, bei halb. mir sieht man es auch gerade. Und unsere Ja. Vermutung stimmt. Die Vertiefung ist einfach nur kleiner Ja, geworden. habe ich mir schon fast gedacht. So, und Kennzeichenbeleuchtung ist irgendwie auch nicht da, aber ich wette, die finde ich dann, wenn ich sie gleich suche, bestimmt auch. Hier hinten. Sollen wir So. das mal probieren? Komm, wir probieren das mal. 1, 2, 3. Zauberei. So, ich zeige mal hier von innen gerade ganz kurz. Wir haben jetzt hier die VER-Version mit ZF EcoLife. Die hat eine LED-Matrix, diesen wunderschönen Nee, Innenbildschirm. Kennzeichenbeleuchtung ist tatsächlich gar nicht da. Und hier drin, Schade. ja, geht's halt die Stufen hoch, ne? Wenn ich jetzt das hier initialisiere. Ja, hier so, da, warte mal, da Stufen, da geht's hoch. Ne? Hier haben wir dann schön diesen Windows Bluescreen und dann kommt auch schon. Soll das so? Das am Display? Ja. Nee. Hier hinten, bei dem Buckel, dass das davor so grün ist. Ja, das ist ein bisschen Textur genommen von einem Bus, der so ein bisschen schon mitgenommen wurde. Also eigentlich ist das grau. Es kommt aber immer drauf an. Also bei mir ist, guck mal bitte kurz vor dem Buckel, da ist eine Textur, die ist grün. Vor den Buckel. Ja, genau, an der Decke, an der zweiten Tür, ne? Ja. Ja. Das ist so, das ist richtig so, aber eigentlich, das kommt immer darauf an, wie vergilbt die Decke schon ist bei dem Vorbildfahrzeug. Das sieht ja scheiße aus. So, dann haben wir jetzt hier Entschuldigung. dieses Display mit Werbung, ja. Ja, da, warte mal, Display, Werbung, da, Display. Display Und macht aber noch keine Werbung. einem schönen VER-Design, was so ähnlich ist wie das SWK-Design, beziehungsweise genauso. Wir fahren die 180 Genau. 00 Route 1. Jetzt das Fahrziel, richtig? Ah ja, hat er schon. Ja, Gut. Okay. 180 bis Kirchdorf. Hier sehen wir es Dann jetzt auch. steht das da oben nämlich auch. Da. Und wir fahren Ruhrau 1, bevor ihr euch jetzt Genau. hier wundert. Ja. Warte mal, dem Julian war da noch irgendwas aufgefallen, ne? So. Ah ja, stimmt. Irgendeinem Adapter, hast du gesagt. Lieber Arne J, sieh das bitte als Tipp, ja, Ja, als wir meinen das ja gar nicht böse. konstruktive Kritik, Wir meinen das ja nicht wenn böse, du hier, sondern genau. wir hätten nur tatsächlich, wenn schon der Facelift gemoddet wird, dass die Features, die der Facelift hat, auch benutzt werden. Hier sieht Oh, falsche man, Richtung. wenn wir uns hier die Treppen nach oben angucken und dann an der Seite zum Fenster gehen, dann hat dieser Adapter Such hier noch noch so mal ein meine, paar Lückchen. ich suche noch mal gerade die Kennzeichenbeleuchtung. So, hier Innenraumbeleuchtung haben wir natürlich auch. Nee, der hat keine Kennzeichenbeleuchtung. Ne, aber Innenraumbeleuchtung hat er. Guck mal, eine Sekundenanzeige für Verfrühung und Verspätung. Toll. Egal welchen Lichtmodus ich mache. Ne, der ist immer gleich. Gehen immer alle Lichter an. Naja. So, Egal. 180 ist hier direkt der erste Steig. Ja, wir fahren Ruhr 1, haben wir ja Will gar schon nicht so gesagt. viel meckern. Ja, also an sich ist es ein rund gewordenes Fahrzeug. Aber es hat halt seine kleinen Macken hier und da. Ja, als hätte man es nicht vernünftig fertig machen wollen. Bevor man es veröffentlicht oder das Ganze überhastet veröffentlicht, weil ursprünglich die neutrale Version nämlich vorne links auch noch ein altes Rad hatte. Hallo, eine Fahrkarte.
Eine Fahrkarte bitte. Ja klar, hier, bitteschön. Was man übrigens mit dem Rad, ne? Das kann man auch Hallo. in der Dokumentation sehen. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Dachte, ich sag's Oh, mal. guck mal. Hier wurden Hallo. Stangen entfernt. Was ist mir gerade. Dass das mit der Kassenoberfläche nicht besonders schön ist, das sehe ich nicht alleine so, oder? Was findest du daran nicht besonders schön? Oh, Dass da, wo die das Geld drauflegen, das Ding ziemlich sehr viel hellgrauer ist als der Rest. ach so. Weil das so eine helle Metallplatte ist. Das kommt immer drauf an, wie du es hast. Also bei uns. Ups. Bei uns ist das im gleichen Material wie die Tür, also auch die gleiche Farbe. So. Wir fahren da mal los, ne? Ja, wenn ich alle drin habe. So viele? Vielleicht als kleiner Hinweis: Das Ding ist nur kompatibel mit Morphys Version 1.1. Ist was ihr zusätzlich auf den Facelift drüber installiert. Also, ihr braucht den Facelift in der 1.1 und dann installiert ihr das hier drüber. Dann Genau, solltet also ihr kein Problem haben. Facelift von Helvete Version 1.4, dann Morphe Version 1.1 und dann den Genau. Kram hier Und dann drüber. das hier. Was ich halt erst noch zu Ende modifizieren muss, um es für mich auf den Status fertig zu bringen. Und dann findet ihr den Bus unter dem Hersteller Mercedes-Benz Citaro LE. LE. Das ist ein eigener Hersteller und dann findet ihr die vier Versionen, die hier mitgeliefert werden. Und ja. Richtig. So, Ruhr-Au-Dom. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen peinlich, dass der Bus halt nicht fertig ist. Ja, der hat halt noch so ein paar. Beziehungsweise Features einfach ignoriert werden, die der Helvete-Bus eigentlich schon seit über einem Jahr hat. Ja, das Problem ist halt, er hat. Ich glaube, der Facelift von Helvete ist vor quasi genau einem Jahr rausgekommen. Ich glaube, der Kommt so kam ungefähr hin, Februar ja. letzten Jahres, kam der, glaube ich. Kommt so ungefähr hin, ja. Also der ist. Warum steigen die jetzt hier nicht ein Boah, am es ist Dom? kalt hier. Hallo. Ach ja, ich sollte vielleicht die. Hallo? Ist schon wegen Überfüllung geschlossen oder was? Frieren die noch? Hat er Ist keine es kalt? Stehplätze? Hä, Mädel, ich hab doch die Heizung an. Ja gut, ich glaube, der Bus ist wegen Überfüllung geschlossen. Ich mache jetzt mal Defrost. Ah ja, Heizung könnte ich nur anmachen, ne? Hast du Ja. recht. Ich empfehle dir Defrost, weil die meckern. Draußen ist Ja, nur bei ein mir meckern sie Grad. noch nicht. So. Also ich muss jetzt gleich nochmal gucken. Ich habe, glaube ich, ziemlich jeden Sitzplatz im Bus belegt. Schön. Am Dom ist bei mir niemand eingestiegen. Okay, bei mir gerade schon. Ja, sind bei dir alle Sitzplätze belegt? Ne, glaub noch nicht. Muss ich aber gleich nochmal schauen. Bin gerade in der Kurve. Hätte gerade beinahe Mutumbu überfahren. Hoppala. Oha, es fängt an zu schneien. Es fängt an zu was? Schneien. Dann fängt das bei mir jetzt auch gleich an. Ich bin ja auch, hab ja auch Kölner Wetter. Da fällt Schnee vom Himmel. Oder können wir gucken, wie das die Drecktextur so ist. Also Bobbel eine Möchtegern. Scheibenwischer hat er. Ja, Scheibenwischer. Ja gut, da hat er die Morphys Clips. Ja. So, 9.1. Jetzt mache ich es für mich noch ein bisschen wärmer hier. So, warte mal. 1, 2, 3 steigen aus und 1, 2, 3 steigen ein. Der Bus hat keine Stehplätze. Tja. Also, ich glaube nicht, dass bei mir jeder besetzt ist, aber ich glaube fast jeder Also Platz. ich habe noch nie gesehen, dass in einem Facelift LE niemand gestanden hätte. Muss ich da auch noch Stehplätze einbauen?
So bringt das Fahrzeug auf Karten wie zum Beispiel Ruhrau effektiv nichts. Ich Weil gerade. Ja, da müssen wir überall stehen, ne? dann gehen hier exakt, weiß ich nicht, vielleicht 40 Leute rein, 50? Nee, Ja, nicht mal, weniger, nee. weniger, 30. 40. Lass es 40 sein. Ich glaube, irgendwie 37 Sitzplätze oder so haben die. Kann ja gleich durchzählen. Also, wir haben Wenn Omsi hier sie mich lässt. besetzt, besetzt. Besetzt, 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 besetzt. Ja, ich habe jeden Sitzplatz besetzt. Ja, schön. Aber ich habe noch keinen stehen lassen müssen. Shift W war genau Intervall. Bei mir hat es jetzt auch angefangen zu schneien. So, jetzt spielen wir mal das lustige Sitzplätze zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment. 9. Dann nehmen da auch immer noch einer. Weiß ich nicht. Ja, doch, klar. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 14. 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 34 und ganz hinten sind. Wie viele Sitzplätze? 1, 2, 3, 4, 5, 41. Ja, hast du mit 40 nicht schlecht geschätzt. Das ist so der Standardwert. Zwischen 37 und 42 gehen meistens in Solobus rein. Ja, liebe Leute, mehr Leute könnt ihr mit dem Bus leider nicht transportieren. Keine Stehplätze. Arne? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ich glaube, hier fehlen ein paar Heizdrähte bei der Scheibe. Oh ja, ich bin ja Dachte voll. ich dachte, das erwähne ich mal lieber nicht, weil sonst heißt es irgendwann, der haltet den Bus ja nur. Also, ich sag das jetzt schon mal wieder. Also, ich. Es ist ein. Gutes Gesamtpaket an sich, aber es hat halt noch ein paar Fehlerchen, die halt noch behoben werden müssten. Ja, Ja. weil die stören so ein bisschen Spielflow des Busses. Das Aha. heißt Spielflow des Busses, aber trotzdem, es fällt halt auf. Und naja, es sind Tatsache. halt zum Teil auch, zum Großteil eigentlich auch nur Sachen, die der Facelift schon hatte, die zwei Zeilen in Richtig, der die kann man einfach Modelldatei entsprechen. aus den Modelldateien nämlich rauskopieren, wenn man sowieso schon Modelldateien von Helvete nutzt, die schon vorhanden waren. Da kann man die auch weiter benutzen, denke ich. Denke ich auch, ja. Und wie gesagt, seht das bitte jetzt nicht als Haten, sondern als konstruktive Kritik. Doch, das ist purer Hass. Ja, purer Hass. Wir stellen das Ding vor, damit wir euch das ausreden. Nein, wir wollen nur die Views abgreifen. Das ist Ja, purer Hass. klar. Logisch. Richtig Beef. Wir haben jetzt mit Arne J. schon geschrieben. Wir inszenieren jetzt ein Beef zwischen Arne J. und uns beiden hier. Und dann, ja, das hilft halt ihm, ne? Dann bekommt er halt Views und Klicks auf seine Mod, auf seinen Bus. Und wir stauben halt die ganzen Views ab hier bei YouTube. Ja, weil wir sind ja alles viewgeile YouTuber. Genau. Wir sind nur scharf darauf. Ja, wir machen das nicht aus Spaß, ja? Wir machen jetzt nicht, weil wir gerade gesagt haben, wir hätten Bock nochmal ein Video zu drehen, sondern wir haben jetzt gesagt, oh, der Facelift ist raus. Views abgreifen, wir müssen auf jeden Fall jetzt aufnehmen. Genau. So ist das abgelaufen hier. Ja. Einmal Schüler bitte. Ich meine, so macht das jeder YouTuber, ja? Natürlich. Klar. Ist aber nett von den Mädels. Die haben jetzt echt hier die beiden Kinder vorgelassen. Oder asozial von den Kindern, weil die sich vorgedrängelt haben. Das kann natürlich auch sein. Das ist Möglich wär's. Auslegungssache. Ja. Ja gut. Sounds, was soll man dazu sagen, ne? Ist halt Morphi.
Texturen, was soll man dazu sagen? Kennen wir? Ist halt Helvete. Ja, Ja. spiegelt. Sind nicht verkehrt. Ich glaube, er hat sie im Innenraum nochmal einen Ton grauer gemacht als Helvete. Ja, die Seitenwände sind grauer. Ja, und die Decken sind, glaube ich, grauer. Die waren auch relativ weiß. Gut, die sind in der gleichen Farbe wie die weiß Seitenwände. Aber der Ton entspricht schon dem Facelift, dem aktuellen. Also was heißt dem aktuellen, dem letztgebauten. Ja, aber alles in allem sehe ich das Ding trotzdem nach wie vor nicht als fertig. Da fehlt ihm meines Erachtens zumindest noch zu viel, was der Helvetobus halt hatte. Oder hat. Das hatte. Der Helvetobus hat es ja immer noch. Genauso wie die Tönung an der ersten Tür. Darfst du gar nicht so tönen, die Tür. Hallo. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Natürlich. Danke. Hey. Hallo, ich selbst. Tschüss, Oma Erna. Ey, das sind aber asoziale Menschen. Könnt doch nicht die Oma hier sitzen lassen, Mensch. Was aber auch. So, und ein letzter konstruktiver Tipp, bevor ich jetzt was Gutes über das Fahrzeug sage. Soll auch noch was Gutes sein. Er sieht ganz nett aus. So. Ich würde vielleicht die Kameras im hinteren Teil des Busses ein Stückchen höher setzen, damit man nicht auf die Sitzrückseiten guckt, sondern über die Sitze. Ja. So. Ist mir auch aufgefallen, aber ich dachte, ich sag nichts. Dann, was ich gut finde an dem Bus. Ich finde den Drucker und das Display ganz nett. Der Drucker und das DFI-Display finde ich super geil. Was mir vorhin schon aufgefallen ist bei dem Ecomat, also ist nicht nur beim Ecomat, aber beim Ecomat ist es halt passiert. Das Display kann auch mal abstürzen. Dann steht da nur noch Windows Embedded Version CE 6.0. Ist ganz witzig. Und ja, also Dashboard hier ohne IBIS 2. Ich bin ganz froh, dass wir hier jetzt ein anderes Kassensystem auch mal drin haben, weil immer nur den Berliner Allmex wird auch irgendwann langweilig. Und sonst, ja, also wie gesagt, wenn die Fehlerchen noch behoben würden, wäre schön. Dann ist das genauso rund wie der Facelift auch. Julian, der drückt sich immer so diplomatisch aus, wenn die Unfertigkeiten behoben werden. Ja. Also für mich Wenn ist die. es, sind es Unfertigkeiten. Ja, dann eben, wenn die Unfertigkeiten behoben sind, dann, Mal guck mal an. Mir gerade nur so auffällt. Ja, es ist. Ah ne, okay, gut. Ich hab nichts gesagt, das war die Haltestelle. ja, man Da gerade sehe. das Ja? seltsam aus. Okay. Das passiert. Man sieht auch mal hier Ruhrau, ja, vor der Verwandlung. Obwohl der Bereich ja noch eigentlich ziemlich genauso aussieht, wo wir Ja, gerade sind. der Bereich hier schon. Aber ich glaube, dass Carsten zumindest die Bürgersteige tauschen wird. Carsten wollte auch noch viele Kreuzungen tauschen. Ich weiß nicht, ob er alle tauscht, aber er wollte hier und da noch Kreuzungen tauschen. Nächste. Er sprach davon. Ja. Es ist witzig, wie viele Leute ich hier stehen lassen muss. Tut mir Ja, man leid. muss ja schon so ein paar stehen lassen. Tut mir jetzt auch leid, weil es schneit immerhin. So ein Schneeregen oder auch so ein richtig ekelhafter Schneeregen. Ja. So, ich würde jetzt ungern draußen rumrennen müssen. Ja, ich auch. Ich auch Aber ungern. man muss sich das ist ja reales Wetter, ne? Man muss sich das mal geben, nachdem es letzte Woche 10 Grad waren. Ja, das ist es. Das ist total geil. Ich dachte mir auch so. Ja, 10 Grad. Das wird ja bestimmt wieder wärmer jetzt. Kannst du wieder eine leichtere Jacke anziehen? Klar. Denkst du? Ich habe mir den Arsch abgefroren die Woche. Warum? Hast du keine, nicht mehrere Jacken? Ja, ich habe die irgendwann so über die Weihnachtszeit zu meinen Eltern mitgenommen gehabt.
Und hab dann vergessen, mir die wieder mit nach Dortmund zu nehmen. Oh, das ist schlau. Ja. Ja, schön. Ich konnte jetzt gerade an der Haltestelle vorbeifahren. Ja, wenn kein Haltewunsch ist, kann ich auch durchfahren. Weil man hat halt Full House, ne? Ja. Keine Stehplätze. Schade. Wobei, also ich kenn die Kisten ja aus der Realität, ne? Die Leute stehen da drin. Natürlich, die hat auch ein Multifunktionsabteil. Und wenn mir jetzt erzählt, der Helvetefest hätte keine Stehplätze. So, ich hab jetzt. Den hau ich! Ich hab jetzt gerade dafür gesorgt, dass ich hier wieder genug Plätze habe. Hast du was kaputt gefahren, ja? Haltestelle Naturbad Blauer See. Ein normales Ticket, bitte. Ich bin gerade. Der Julian. Ich bin auch am Naturbad. Nee, ich bin Freifurter Straße. Der Julian hat den. Der Julian ist schon weiter als ich. Bus vielleicht auf den Bürgersteig aufgesetzt. Der Julian ist schon weiter als ich. Ja. So. Ich habe wieder leer gemacht den Karren. War mir zu voll. Eine Haltestelle Vorsprung hat der. Ja. Nee, gar nicht. Horst Schönblick kommt zuerst. Ja, aber wer mir sagt, Helvetefelsen hätte auch keine Stehplätze, den hau ich höchstpersönlich. Ja. Er hat nämlich wohl welche. Nicht wenig. Also ausreichend. Der ist noch nie voll geworden bei mir. Was ich ganz cool finde, ist, dass hier halt unterschiedliche Ausstattungen mit dabei sind. Sprich, ja, gut. Man der E-Komat hat zum Beispiel auch eine Flip-Dot. Ja, hier muss, hat halt eine. Muss LED. Dazu sagen, der Bus ist halt nicht nur schlecht, er hat auch ein paar Sachen, die ganz nett sind und ein paar Sachen, die ganz schön sind. Aber dummerweise ist das Negative auffälliger. Also man macht auf jeden Fall mit der Mod hier definitiv nichts falsch. Also nein, das na klar, nicht. Da sind die Unstimmigkeiten. Die sollten behoben werden. Ja. Ich weiß ja auch nicht, ob der. Ich frage mich gerade, wie ich den Haltewunsch wegkriege. Ich hatte zwischendurch mal Kinderwagen-Haltewunsch, seitdem habe ich ständig einen Haltewunsch. Rampe ausklappen. Echt jetzt? Musst du mal probieren. Meine aber, das hilft. Rampe ausklappen. Mach ich. Oh ja. Voila. Man sieht, ich fahre mit Maussteuerung. Schönen guten Tag. Ich fahre mit Lenkrad. Hallo. Ah. Hey Julian, ich hab's dir gleich getan am Naturwald Blauer See. Ja, auch, ne? Ja. Da, da. Oh, 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 oh. So, habe ich die Rampe ausgeklappt. Ja, wir fahren jetzt hier gerade mit dem Ecolife, man hört's. Ja, ich fahre auch ein Ecolife. Es ist definitiv, ja, wir fahren ja die gleiche Version. VER Ecolife. Genau. Ich hatte jetzt halt keinen Bock auf Flipdot Matrix. Und ich wollte halt die Innenanzeige haben. Und das Display. So, machen wir mal zu. Ist der Haltewunsch jetzt weg? Oh, Tatsache. Rampe ausklappen. Oh, ja. Oh. Der bremst nicht. Hoppala. Ja, aber. Carsten? Ich glaube, du musst den Fahrplan für die 180 nochmal anpassen. Warum? Ich habe 4 Minuten Verfrühung. Du bist auch schon 3 Haltestellen weiter als ich. Also, ich bin jetzt am Heiligenfeld Dorfplatz. Ich bin gerade am Naturbad Blauer See weg. Ja, dann bist du ja nur 2 Haltestellen hinter mir. Aber ich glaube, ich bin nicht zu früh. 4 Minuten. Nee, du bist exakt pünktlich. So, dann mache ich jetzt Pause. So 3 Haltestellen vor Ende. Entschuldigung. Ich wollte doch einmal gucken, wie schnell er geht. Ich glaube 85.
86. 86,2 oder 86,4, der Standardwert von Morphi. Ich glaube 86,4. Heiligenfeld, Dorfpla. Dorfpla. Das ist ein bisschen doof. Da, na, warte mal, wo ist denn hier die Verspätungsanzeige bei dem Ding? Oben rechts in der Ecke. Also wenn du Verfrühung hast, dann ist da eine rote Minutenzahl, die runterzählt. 3 Minuten, 4, 3... Die kann doch sekundenweise runter. Och Mann. Doch, der zählt sekundenweise runter. Ja, fast 3 Minuten rot. Ja. Zählt der denn hoch oder runter? Runter. Runter, dann bist du auch zu früh. Ich stehe jetzt hier gerade am Dorfplatz und mach Pause. Um 55 hätten wir eigentlich, ich zeige hier gerade nochmal ein bisschen Werbung. Okay. Der hat auch, Bremslicht an, wenn Haltestellenbremse. Muss ich dann auch in der Konzwell wieder umdrehen. Gut, da kann der Bus an sich jetzt ausnahmsweise mal nichts für. Ist nur was ich bei jedem Bus immer teste. Weil wenn Haltestelle Bremse an und ich nicht auf der Fußbremse stehe, soll das Bremslicht bitte ausgehen. Mhm. Heutzutage gängig. Ja, ist in OMSI noch nicht so ganz angekommen. VER. Ja, das kann Darius Busse. Wahrscheinlich über 20.000 Skriptumwege, aber Volvo 7700 nee, von das, Busfahrer ignoriert. Das sind, glaube ich, zwei Zeilen, wo du was ändern musst. Ja, ich weiß. Ich wollte jetzt gerade nur darauf eingehen, dass unser Darius ja die Fähigkeit besitzt, zwar die Busse realistisch nach außen hin wirken zu lassen, aber unter der Haube vom Skripten her sehr komplex zu machen. Dass OMSI da so ein bisschen nö sagt. Ja. Ja, ich zeige ihn hier in der Pause gerade nochmal von außen. Also der sieht schon echt schnieke aus von außen, kann man nicht meckern. Hm. Der schnauft nicht. Doch. Nein. Doch. Oder? Der schnauft nur vorne an der Achse. Leise aber. Weil die neueren, die schnaufen entweder leise oder gar nicht mehr. Meiner schnauft gar nicht. Okay. Eine Minute. Ach, guck mal. Ab einer Minute Verfrühung verschwindet die rote Anzeige. Mhm. Dann fahre ich jetzt weiter. Heiligenfeld Dorfplatz. Bin immer noch 2 Minuten zu früh. Bin jetzt gerade mit einer Minute Verfrühung am Dorfplatz abgefahren. Ich gleich die Uhr eine Minute vor. Ich nix. Da kennst du nix? Ich nix. Pass uns auf. Ah, das war falsch. Ja, du kriegst deinen Fahrschein gleich. Ach, kacke. Kann die Uhr nicht vorstellen. Warum nicht? Das blöde Fenster wieder im Hintergrund war. Ah. Egal. Ja, genau, so einer bin ich. Geld kassieren und dann keinen Fahrschein ausgeben. Also gut erkannt. Typ. Ja, jetzt zeige ich mal hier gerade, weil ich die Zeit habe, auf der Landstraße, warum es Leute gibt, die Ecolife kaufen. Ja, hört ihr das? Richtig, ich auch kaum. Das ist der Vorteil von Ecolife. Nachteil ist, wenn du Pech hast, fährt der Bus so unter Tour, weil er so früh schalten muss, dass er nicht hochkommt. Dass er nicht hochkommt. Oder dass der anfängt zu wackeln, weil er zu niedertourig ist. Gleiches passiert aber auch bei Void im Eco-Modus. Deswegen kauft Void und lasst es so, wie es ist. Mag die Sounds. Motorsounds? Oder welche meinst du? Im Innenraum. Die sind ja von der Morphe 1.1er, ne? Das ist... Hier steht einer und fährt nicht. Da blockiert einer die Kreuzung. Oh, das ist aber nicht gut. Ja,
Da kenne ich nichts, weil keine Richtung rührt sich was. Ah, nee, ich wollte ND, nicht NR. Ja, toll, die fahren jetzt in die Kreuzung rein oder was? Ja, dann ist die Kreuzung jetzt endgültig dicht. Schön. Dann, ach, guck mal, eine zweite Reihe Parker. Dumdi-dumdi-du. Kreuzung war nie verstopft. Nö. Nee, gar nicht. So, Festplatz. Cool. Ra-Ei. Ich habe einen Kinderwagewunsch. Das heißt, anhalten, Warnblinker rein, Haltestellenbremse rein, Quatsch, Festhaltbremse rein. Da rein könnt ihr rausgucken. Ist ja nicht mehr weit. Bei dem LKW komme ich noch raus. Gefällt oder nicht? Ah ja, nicht schon wieder hinter dem LKW her. Was mecker ich denn? Frag mich gerade, warum die Fahrgäste bei mir gemeckert haben. Es waren nur 40. Ich habe gerade mit 10 km/h wahrscheinlich zu stark gebremst. Oder gebremst, während ich auf der Schiene stand. Ja, das macht man auch nicht. Also hier im Berg hoch ist nicht leicht fürs Getriebe. Da kommt es mit dem Volt besser hoch, ja. Er ist halt der leise Cruiser, ne? Also, da ist ZF auch stolz drauf, dass sie so wesentlich leiser sind als ein Voltgetriebe. Ah. Gut. Er verpufft die ganze Kraft vom Motor. Ja. Also Drehmoment haben die Dinger nicht. Ne. Also ich bin jetzt, wie viel zu früh? Ach, am Ende nur noch 56 Sekunden, weil ich gekochen bin. Wäre froh, wenn ich mal langsam da wäre. RVAG, wir sind gleich zurück. Beziehungsweise mach ich doch mal hier. Nicht Sonderfahrt. 3. Fahrschule. Ne, okay, dann 1. Weil jetzt darf ich schon wieder raus an diese Rampe. Ah, jetzt stehe ich dem Kollegen im Weg. Geh rein. Naja, nach Kirchdorf, geradeaus. Nochmal geradeaus. Geradeaus und, ja, ich hab's verstanden, geradeaus. Ladies and Gentlemen, Jufas Balance. Spalance. Genau, steigt mal alle aus. Hinter dir kommt jetzt gleich die 180 Richtung 1000, glaube ich. Also entgegengekommen ist mir gerade schon eine. Ich park mal jetzt hier auf der anderen Seite. Echt? Ich park da, wo ich parken sollte. Ja, hinter mir stand jetzt gerade der Kollege. Der kommt jetzt wahrscheinlich auch gleich rum. Ah ja, die Fahrplanauswertung ist ja im Hintergrund, genau. So,
So, Freunde, seid ihr alle raus? Immer noch nicht. So, Bremse. Wurde wieder so voll gehabt. So viele passen da noch gar nicht rein. Ah, tatsächlich, da kommt ein Kollege. Ja. 179. 179, ja, stimmt. Ist bei mir auch die 179. Dem stehe ich voll im Weg. Ja, ich stehe dem jetzt auch wieder im Weg. Ist mir jetzt aber egal. Auf jeder Seite stehst du eben gerade im Weg. Du müsstest jetzt deinen Kreis fahren. Wenn die gute Dame jetzt noch aus dem Weg ginge, dann könnte ich auch noch kurz einen Screenshot machen fürs Thumbnail. Ja, dann haben wir es geschafft. Fazit ist, der Bus ist okay. Also okay gebe ich ihm. Derzeitigen Zustand. Also ich sag mal so, ja genau, derzeitigen Zustand sagen wir dazu, ja. Aktuell, er hat halt das, was man vom Facelift kennt. Er sieht gut aus, er hat schöne Sounds. Die Skripts sind gut an sich. Er hat noch, ich kann nicht mehr sprechen. Er hat noch Unfertigkeiten, die am besten noch beseitigt werden sollten. Und damit ist nicht das Kennzeichen gemeint, damit sind Lücken gemeint oder fehlende Kennzeichenbeleuchtung oder eben. Oder auch das Kennzeichen. Ja. Das Kennzeichen hat er ja Repaint abhängig gemacht, das kommt immer darauf an. Und ich sag mal, ja, die Sachen noch gefixt und dann ist es genauso ein rundes Paket wie der Facelift auch. Ja, also wie gesagt, im derzeitigen Zustand gebe ich ihm ein okay. Also zum Gut oder Wuhu ist das geil, fehlt noch ein ganzes Stück. Er ist so, sagen wir es in Schulnoten, 3-. Von mir. Ja. Ja, ich weiß nicht, schwer bewerten. Ich würde aktuell eine 3+ geben. Sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Ja, 3+, 2- so in dem Bereich, weil der Facelift ist im Omsi mein Lieblingsbus. Aber der Facelift bekommt bei mir auch nicht eine 1+, ja. Der Facelift würde bei mir auch eine 1- bekommen, deswegen. Der Facelift an sich mit Morphe Soundpack, doch, der kriegt von mir schon eine gute 2. 2+. Ja, weil, für mich. Weil er. Ja. Weil er einfach fertig ist. Ja, so. Für mich kriegt der Facelift, der normale, mit Morphe Soundpack eine 1-, weil es sind ein paar Kleinigkeiten, die mich als Facelift-Liebhaber stören. Aber trotzdem ist das ein super geiles Fahrzeug, mein Lieblingsbus im Omsi. Und er hier, er fährt sich genauso gut wie die anderen Dinger auch. Er hat noch die Unfertigkeiten, also ich sag mal 3+, wenn die behoben sind, dann kriegt der von mir eine 2. Ja, ja. Bin ich bei dir. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ja. Von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich sag auf Wiese gehen. Ich verabscheue mich. Tschüss. Ja, von mir aus auch vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an Julian fürs Mitfahren und dabei sein. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und schwingt den Hut.